werte Sportsfreunde, wir sind hier immer noch am Rhönfriedstand und jetzt darf ich begrüßen Marcel Sangers. Hallo Marcel. Hallo. Marcel, was sind deine Eindrücke hier von der Fugare in diesem Jahr? Schön, sehr beschäftigt, viele Leute. So, ich denke, die grünen und grünen jeden Jahr. Ja. So, und es ist, ich denke, für Leute wie du und andere Leute, um hier zu sehen, ist sehr, sehr gut. Ja, was ist deine Meinung, wenn du dich Gedanken oder wenn ich dich fragen darf, zu unseren Produkten, zur Firma Rhönfried? Wie bewertest du uns? Noch gut, Und nicht, dass ich dich kenne, aber die sind gut. Die Leute, die ich höre. Hast du Rhönfried-Produkte selber im Einsatz? Ich habe welche Rhönfried-Produkte im Einsatz. Darf man erfahren, welche das Nein, sind? Nein, das sage ich nicht. Meine Güte. Nein, weil meine Freunde, die hier hören, das auch. Okay. Ja. Also ja, du willst das quasi noch ein bisschen intern halten. Ja, so ist das. Dann müssen wir dich bei dir auf den Schlag besuchen kommen, dass wir die Schränke aufmachen und unsere Produkte dann finden. Ja, du kannst immer vorbeikommen. Darf ich machen? Ja, natürlich. Immer. Okay. Immer gut. Ja, und wie siehst du insgesamt, worauf legst du, wenn du jetzt über Versorgung nachdenkst? Versorgung ist ja unser Thema als Rhönfried. Wo legst du besonderen Schwerpunkt für dich selbst, für deine Tauben? Ich finde es immer wichtig, dass die Tauben, bin jemand, die gibt viel Beiprodukte. Okay. Da habe ich immer in geglaubt und ich denke, dass das in dieser Zeit mit den Tauben auch sehr wichtig ist, dass die Tauben nichts missen, dass sie von alles genug haben. Und dann die Trainierung, das sind die zwei wichtigsten Punkte im Taubensport. Also neben der Qualität der Tauben wahrscheinlich, des Schlages, trainieren, aber auch so die Tiere versorgen, dass die Bedürfnisse immer abgedeckt werden. Ja, ja. Machst du was Spezielles, um die Regeneration zu verbessern? Nach dem Wettflug, ihr habt ja auch weite Flüge. Ich weiß, du favorisierst ja auch die 500, 600 Kilometer Flüge, Tagesweitstrecke. Das Einzige, was ich ein bisschen gebrauche dabei, ist, um die Speisverteilung von der Taube zu verschnellen. Und dafür gebrauche ich Lactobacillen. Okay, also im probiotischen Bereich arbeitest du gerne? Ja, ja, ja. Okay, da müssen wir uns einmal drüber unterhalten, denn da haben wir auch ein sehr interessantes Produkt auf Basis von einem speziellen Keim, der das Milieu im Darm wesentlich verbessern kann, auch gegen Pilze wirksam ist und auch bei Therapien, wenn man antibiotische Tauben behandeln muss, stabil ist gegen Antibiotika. Du kannst quasi mit der Behandlung schon die Darmflora wieder aufbauen. Also insofern ist es ein ganz interessanter Aspekt. Würde ich dir vielleicht nachher nochmal genauer erzählen oder dir mal zeigen können. Gut, danke. Wenn das so ein Aspekt ist, der dich besonders eben interessiert, hätten wir da auch eine Lösung, die du gerne auch mal testen könntest. Ja, bin ich immer für bereit. Ja, ja, schön. Ja, dann freut uns und ich wollte dich dann noch länger stören, die Runde, und wünsche dir natürlich für die Messe jetzt noch viele gute Kontakte. Okay, danke. Danke dir, Marcel. Danke. Okay.